Hallo und herzlich willkommen. In den ersten beiden Folgen habt ihr ja schon mitbekommen, dass wir erfolgreich unsere Dela zu Wasser gelassen haben und auch schon die erste Ausfahrt gemeistert haben. Das Boot ist unser erstes eigenes Segelboot, Baujahr 1988, also schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber es ist alles top erhalten. Wir haben jetzt für unseren Urlaub hier einen Gastliegeplatz im Ultramarin gebucht. Unser Urlaub besteht aus zwei Etappen, weil wir dazwischendrin ein paar Tage leider arbeiten müssen. Ließ sich leider nicht anders regeln. Das Boot verfügt über eine PIN-Steuerung und eine 7/8-Takelung. Eine 7/8-Takelung hat den Vorteil, dass man unheimlich viele Trimmmöglichkeiten hat, um das Boot optimal durch das Wasser gleiten zu lassen. Gerade bei diesem Boot mit dem Wasserballastsystem ist es wichtig, dass nicht zu viel Kränkung ist. Nicht, weil es kentert, ganz im Gegenteil, es liegt sehr stabil im Wasser, sondern dass der Widerstand und die seitliche Abdrift nicht zu groß werden. Lieber ins erste oder zweite Reft gegangen beim Großsegel, um die Kränkung herauszunehmen, ist im Endeffekt eine bessere Fahrt, als unter voller Besegelung volle Kanne quer zu fahren. Die Genua bzw. Foxschoot, die wir haben, nicht Foxschoot, sondern Fock, lässt sich auch gut trimmen und relativ einfach austauschen. Wir haben hier keine Rollref-Anlage verbaut, müssen das alles manuell machen. Weiterhin verfügt das Boot über einen Außenborder mit 2,5 kW, ist ein Zweitakter, ein gutes altes Stück. Hat uns schon so manche Heimfahrt beschert, längere Heimfahrt meine ich damit, weil der Wind einfach auf dem Bodensee uns ausgegangen ist und wir fast auf der Schweizer Seite waren. Aber der Motor schnurrt wie ein Kätzchen. Wir wohnen auf dem Boot, das heißt, die komplette Zeit übernachten wir hier. Teilweise kochen wir auch auf dem Boot. Wir haben Strom, natürlich nur im Hafen. Ja, das einzige Manko, wir haben keine Toilette, aber in jeder Marina ist eine Sanitäranlagen sind die vorhanden, sodass das im Endeffekt auch kein Problem ist. Und für uns war wichtig bei unserem ersten Boot, dass wir es trailern können und dass wir es toll segeln können. Und Luxus kommt vielleicht mit dem zweiten oder dritten Boot. Da müssen wir einfach mal abwarten. Wir können das Boot optimal zu zweit steuern. Wir sind ein toll eingespieltes Team. Jeder kann alles. Natürlich hat jeder so ein bisschen seine Spezialaufgaben, die er lieber macht, aber das passt wunderbar mit uns beiden. Wir hatten jetzt auch schon öfters Freunde auf unserem Boot. Das können wir somit auch zu viert segeln, beziehungsweise zu viert und ein Hund. Also hat alles funktioniert. Von daher, wir sind echt freudig gespannt auf die nächsten Tage, was uns hier erwarten wird am Bodensee. Die Wetteraussichten für die nächsten Tage sind auf jeden Fall gut. So, dann wünschen wir euch viel Spaß mit den weiteren Teilen und vielen Dank für das freundliche Zusehen. Dann sagen wir mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.